Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rock and Roads. Heute mal mit ordentlich Rock und wenig Roads. Wir sind hier gerade in Oberjoch, in der Nähe von Bad Hindelang im Allgäu. Und wir haben heute vor, den Edelried-Klettersteig zu gehen. Ist Kategorie BC, nicht sonderlich schwer. Allerdings werden wir den heute unter erschwerten Bedingungen im leichten Nieselregen und nassem Gestein machen müssen. Der Wetterbericht hat gestern noch was ganz anderes angesagt. Nichtsdestotrotz schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Wenn es nicht klappt, dann drehen wir halt um. Es gibt eine kleinere Schlüsselstelle in dem Steig, die ein bisschen plattig ist. Ja, wenn es da zu nass sein sollte und wir da nicht raufkommen, dann müssen wir halt wieder zurücklaufen. Wegen dem Wetter ist jetzt relativ wenig los. Ich denke fast, dass wir die Einzigen sein werden. Das macht das Ganze dann natürlich um einiges angenehmer. So, hier halten Richtung Isla Bergstation. Da geht's weiter. Mumu. Die auch schon ein Bild machen. Hier beginnt jetzt der schwierige D-Klettersteig Stromschlag. Wir werden den jetzt aber seilfrei gehen. Da geht's weiter zum Edelried-Klettersteig. Zur Bergbahn sind es jetzt hier noch 40 Minuten. Und dann in der Bergbahn müsste es ungefähr noch mal 10-15 Minuten sein. Schauen wir mal, wie lange wir tatsächlich brauchen. So, hier sieht man jetzt zum ersten Mal, wo uns der Klettersteig dann nachher hinführt. Der geht dann hier durch diese Wand durch, auf den Gipfel hoch. Jetzt sind wir schon oberhalb der Bergbahn. Die ist hier. Jetzt geht es hier noch ein kleines Stück weiter in Serpentinen drauf. Und hier oben, da müsste der Einstieg sein. Jetzt schaut euch mal hier die Hammeraussicht an. Ja, ist ein echt rentabler Steig, auch die Wanderung da hoch, wirklich spaßig. Schöne Aussicht und der größte Spaß, den wartet jetzt dann gleich auf uns. So, da ist jetzt der Einstieg zum Klettersteig. Da vorne ist jetzt ja schon das Schild. Da sitzt der Marathonmann, schneidet sich schon den Klettergurt an. Und das mache ich jetzt dann auch gleich. Geht's los. Na, Marathonmann. Erstmal noch was futtern, oder? Ja. Ja. Ein wenig bevor wir losgehen. Das war doch ein ganz schöner Hatscher jetzt da hoch. Ja, ja. So, wie lange haben wir gebraucht hier rauf? Ja, 1 Stunde, oder? Schauen wir schnell. Die Uhr sagt 1 Stunde 25. Ja. Ja, es geht. Es geht. Ich weiß gar nicht, mit was der Aufstieg ausgeschrieben ist. Ich glaube, von der Bahn da unten steht irgendwas mit 20 Minuten drinnen. So, nachdem wir jetzt eine kurze Pause gemacht haben, geht's jetzt weiter auf den Klettersteig. Helmkamera ist schon montiert. Und jetzt geht's Richtung Einstieg.
Da ist jetzt der Einstieg und los geht's. Ups, schon ziemlich schmierig hier. Mit dem Edelried-Klettersteig und dem Isla verbindet mich eine besondere Geschichte. Vor circa 2 Jahren habe ich den Steig schon einmal gemacht, allerdings bin ich damals an einer Schlüsselstelle ins Stocken gekommen und habe Panik bekommen, weil ich nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Nur mit der Hilfe anderer habe ich es dann schlussendlich doch durch den Steig geschafft. Seitdem hängt mir diese Erfahrung auf allen meinen Touren hinterher. Es ist wie eine innere Blockade, die mich daran hindert, mein volles Potenzial beim Klettern zu entfalten. Trotz allem habe ich mich damals entschlossen, nicht mit dem Klettern und Bergsteigen aufzuhören, sondern stattdessen meine Fähigkeiten beim Klettern in der Halle zu verbessern. Jetzt, knapp 2 Jahre später, ist es für mich an der Zeit, hierher zurückzukommen und mich meinen Ängsten zu stellen. Die Erfahrungen, die ich in den letzten 2 Jahren beim Klettern gesammelt habe, geben mir ein gutes Gefühl, dass ich den Steig dieses Mal ohne Probleme schaffen kann. Ich erhoffe mir davon, die damals entstandenen inneren Blockaden zu lösen und bin gespannt, ob es klappt. Ja, ich glaube schon, dass das die ist. So eine steile Wand, oder? Nee, das war's noch gar nicht. Ah ja, dann kann ich ja vorgehen. Ich glaube zumindest. Das ist das noch nicht wahr. Danke. Ziemlich abgespeckt hier, gell?
Ja, die krampft immer wieder ganz leicht. Ja, das hilft mir jetzt nicht. Lass mich kurz eine Banane futtern da oben und kurz Pause machen. Aber wie findest du den Steig? Das ist ein schönes Gestein. Ja, aber der ist schon einfach. Zu easy? Der ist schon einfach, oder? Ja. Ja, die Stelle da jetzt halt, die wird gleich ein bisschen knackig. Was sagst du? Da hinter mir, da tust du jetzt normal ein Viertel stehen können. Dann kannst du deine Banane reinpfeifen. Ja. Das flattert schon, oder wie? Ja, natürlich. Echt? Ja. Das ist ein Moment, der mir, glaube ich, seit 2 Jahren immer wieder hinterher läuft. Das ist dann angenehmer für dich, wenn ich hinter dir bin oder vor dir? Ja, das werden wir jetzt gleich sehen. Dass du dich da nicht einhängst. Da, wenn wir jetzt da ums Eck sind, da hänge ich mich ein. Ah ja, okay. Ich glaube, die haben da zusätzliche Dinger rein, hä? Also, weiß ich nicht, die war hier noch nicht. Ich glaube, ich kenne die Vorgeschichte des Wettersteigs. Das letzte Mal, wo ich hier war, war da nicht so viel drin. Kann ich mich nicht, zumindest nicht dran erinnern. Jetzt warte ich mal hier und lass dich mal ein bisschen hochwurschteln. Das ist die Stelle, an der ich damals nicht mehr weitergekommen bin. An dieser doch recht steilen, glatten Wand habe ich keinen sicheren Stand mehr gefunden, um mit meinem Fuß auf den nächsten Tritt zu kommen. Aus diesem Grund habe ich dann langsam Panik bekommen, da mich die Kraft in den Armen verlassen hat und ich Angst hatte vor einem Sturz. Das war gut. Puh. Das war wichtig. Die 2 Jahre Klettertraining haben sich tatsächlich ausgezahlt.
Die Schlüsselstelle fiel mir diesmal überhaupt nicht schwer. Mit sichtlicher Anspannung, aber Ruhe und Bedachtheit habe ich die Schrittfolge ohne weiteres lösen können und diesen Teil ohne wirklich großen Kraftaufwand klettern können. Das Interessante war, dass nach dem Meistern dieser Stelle die innere Anspannung tatsächlich ein Stück nachgelassen hat. Ich merkte förmlich, wie sich meine Muskeln entspannten und ich danach auch nicht mehr so verkrampft und angespannt kletterte wie zuvor. Ja, das war die Stelle, die ich so krass fand. Ja, da kannst du mir bald deine Hand geben. Was? Da kannst du mir bald deine Hand geben. Fandst du die auch knackig? Ich hab mich angehängt. Hä? Ich hab mich angehängt, aber nee. Okay. Ja, mit dem Riss erst dachte ich, scheiße, ich muss da die glatte Wand hoch, aber da ist ja recht schön ein Riss. Ja. Super Hochfeder. Welche ist da erstmal nicht, wenn du was sagst, kann helfen. Ja. Schon gehen. Ich habe den Katharina mitgenommen, aber der ist heftig, nicht mehr hoch. Ja. Man nimmt auch kein Zeug mit, dass man. Das ist einem nicht gehört, gell? Häng dich mal ein, weil du mich hochziehen musst. We'll be right back.
der Hand an den Zipfel da. Ja. Ja, genau. Kommst du wunderbar hoch. Magst du dich hier bitte einhängen? Ja. Weil das gibt mir auch mental. Ja. Kannst du in den Bügel treten? Ja, das geht jetzt super. So, schöne Grüße vom Gipfelkreuz vom Isla. Wir haben es ohne weitere Probleme nach oben geschafft. Und jetzt haben wir uns entschieden, den zweiten Teil sein zu lassen. Und wir machen jetzt dann einfach nur noch die Gratwanderung hier über diesen schönen Grat bis ganz dahinter. Und dann geht es wieder nach unten. Oder was sagst du dazu, Maestro? Ich meine ja ab die Luzi. sagt er. Ab die Luzi, mir ist langweilig. Wir machen ein paar Liegestützen. Du warst gerade schon in der richtigen Position. Thank you.
Und weiter geht's am schmalen Grat. Für mich. So, hier sieht man noch mal einen schönen Rückblick auf den Klettersteig. Da oben ist das Gipfelkreuz und hier unten sieht man den Einstieg und der ging jetzt dann hier so durch diese Wand durch, hier rüber und dort auf den Gipfel. Das sind knappe 200 Höhenmeter gewesen. Eine Stunde haben wir ungefähr gebraucht. Auf jeden Fall ganz schick. Vom Grat und ab da geht es dann steil bergab. Da unten sieht man Station vom Skigebiet und dann dürfen wir von da aus die kompletten 3-4 Kilometer, was wir jetzt hier oben am Grat entlang gelaufen sind, wieder zurückgehen.
Da freue ich mich schon drauf. Richtig. Mülleimer-Vagina. Was? www.mülleimer-vagina.com. Ich das mal googeln. Abfalleimer-Vagina. Oder Abfalleimer-Vagina. Also entweder ist das eine ihm abgewichste Alte, oder? Also. Was sagt er hier? 2 Stunden noch? 2 Stunden Oberjoch, ja. Ja. So, wie heißt der Gipfel hier? Wie heißt der Gipfel? Schon mal abklatschen. Ja? Steht gar nichts drauf. Okay. Ja, liebe Leute, wenn ihr wisst, wie der Gipfel hier hinter uns heißt, dann schreibt es rein in die Kommentare und sagt mir, wie der Gipfel heißt. Würde mich wirklich interessieren. Leider steht nichts drauf. Bin über jeden Tipp dankbar. Und jetzt geht's vom unbekannten Gipfel hier bergab. Sieht auch auf jeden Fall wieder spannend aus. Da geht es jetzt ein kurzes Stück ein bisschen steiler nach unten, aber ist Stahlseil entschärft. Also auch kein Thema. Fraglich. Ja gut, bietet sich schon an, das zu nehmen. Schau mal die Felswand da an. Die schaut schon echt geil aus. Da geht es jetzt kurz ein Stück ein bisschen steiler runter. Aber auch nicht wirklich dramatisch. Auch wieder seilversichert. Der haust. So Leute, was sagt ihr zu dem wunderschönen Grat, den ihr hier nach dem Klettersteig noch begehen könnt? Also ich finde den echt bombastisch. War auf jeden Fall eine gute Entscheidung, dass wir den auch mitgenommen haben und nicht gleich wieder runtergegangen sind. Das hat sich auf jeden Fall Vollgas rentiert. Jetzt sind wir knapp 1/4 Stunde auf dem Grat unterwegs. Da seht ihr mal, wie weit er sich noch zieht. Und von da oben kommen wir. Schaut ehrlich gesagt von hier aus schlimmer, als es tatsächlich war. Ja, schauen wir mal, wie lange wir noch brauchen. Hier kommt tatsächlich noch mal eine bisschen ausgesetztere Stelle an dem Grat. Sieht zumindest von hier so aus. Und ja, das ist hier auch. Wenn ihr hier mal runter guckt, dann geht es auf beiden Seiten ziemlich steil nach unten. Das heißt, aufpassen.
So, jetzt sind wir unten vom Grat. Hier zweigt sich jetzt der Weg nochmal ab. Nach Oberjoch zum Parkplatz geht's nach links. Noch circa eine Stunde. Und jetzt wissen wir auch, wie der Gipfel da oben hieß. Das ist nämlich der Kühgrundrücken. Auf dem Weg weiter steht's. So, wir sind jetzt wieder am Parkplatz angekommen. Wir waren gerade noch was essen. Und ja, was gibt's zu der Tour an sich zu sagen? Wir waren jetzt für den Aufstieg, haben wir knapp 1,5 Stunden gebraucht. Der ist auch sehr, sehr leicht und angenehm. Also ist kein schweres Gelände. Klettersteig, habe ich vorher auch schon am Anfang vom Video gesagt. Der ist BC vom Schwierigkeitsgrad. Haben wir auch ungefähr 1,5 Stunden, glaube ich, gebraucht, gell? Sowas. Also insgesamt. Den ersten Teil gemacht. Ja, also insgesamt, bis man oben am Gipfel ist, sind es ungefähr 3 Stunden. Und dann könnt ihr noch mal ungefähr 3 Stunden für die komplette Überschreitung mit dem Abstieg rechnen. Ja, die Überschreitung ist eigentlich ziemlich spannend und landschaftlich auch sehr eindrucksvoll. Es gibt ein paar Stellen, die sind halt ein bisschen ausgesetzt. Gerade am Ende hin gibt es wirklich eine Stelle, da wird der Grat dann echt ziemlich, ziemlich schmal und links und rechts geht es steil runter. Aber ansonsten ist es echt gut zu machen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und den Kanal abonniert. Ihr kennt das Ganze ja schon. Genau, Daumen hoch. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer auch viel Spaß mit euren Wanderungen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Ciao.